Shalom Aleichem, wir lernen weiter Tarjag Mitzvot, 613 Mitzvot von der Torah, auf die Reihenfolge. Wir sind heute bei Ezrat Hashem, Mitzvah 376, dass der Nazir soll nicht gehen zum Beerdigung, zum Begräbnis von seinen Verwandten und für seine Mispoche und achten bei allen anderen Unreinheiten. Das heißt, ein Nazir ist noch achtsamer und heiliger als die Gesetze von dem Kohen Hediot, von dem einfachen Kohener, ist fast so wie ein Kohen Gadol, wie ein Oberpriester in seiner Achtsamkeit, auch dass er nicht für die Teuten verunreinigt. Also, steht geschrieben im 4. Buch Mosche, Kapitel 6, Pasuk 7, selbst in Beziehung zu seinem Vater und seiner Mutter, seinem Bruder und seiner Schwester, selbst in Beziehung zu diesem darf er, wenn sie gestorben sind, sich nicht verunreinigen, denn das Deidem seines Gottes ist auf seinem Haupt. Solange seine Nazirtage dauern, ist der Gott heilig. Und was passiert, dass wenn jemand ist plötzlich unerwartet neben ihm stirbt, dann hat er seine Nazirhaupt, die reinigt. Also er muss nehmen eine Schere und rasieren seine Haare in seine Reinigung. Und am siebten Tag soll er es wieder, also er muss bringen eine Korban und noch einmal die Haare nehmen. Das heißt, es gibt zwei, es gibt Schließung von dem. Es gibt anschließend die Zeit von der Nazir und es gibt eine plötzliche Brechung, wenn jemand ist gestorben. Aber wir werden jetzt sprechen über diesen Verbot, dass der Nazir darf nicht zu seinem Mispoche verunreinigen. Jeden Mensch hat nächsten sieben Verwandten, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Sohn, Tochter und Ehepartner oder Ehepartnerin. Das sind die sieben Krovim. Und wenn die sind schon verboten, umso mehr nicht sein Enkel und nicht sein Großeltern und nicht Tante und nicht Onkel. Warum? Weil er war nicht heilig, so wie Kohen von seiner Geburt. Der hat auf sich genommen eine extra Bereitschaft, Gottes Näser, Gottes Krone auf sich. Und er muss sich auch enthaltsamen und entfernen von allen menschlichen Mahlzeiten, Feiern, Partys, Versammlungen, Trinkplätze. Also wir haben schon gelernt, dass er hat ein schlimmes Verbot von Wein. Wenn er hat ein schlimmes Verbot von Wein, das heißt, er sitzt nicht mit Menschen. Was machen Menschen? Menschen trinken ein bisschen Chaim und feiern. Er hat dort gar nichts zu suchen. Und er darf nicht mal, das haben wir nicht erwähnt, aber von unseren Weisen darf auch ein Nazir nicht kommen in einen Ort, wo dort Menschen haben auf dem Tisch Wein. Das ist ihm schon gefährlich. Nicht nur, dass er nicht essen darf, Rosinen und Kerne und Schale und die alle Sachen, sondern auch dort, er darf nicht mal spazieren gehen in Weinberg. Könnt ihr vorstellen? Er darf nicht gehen er darf nirgendwo etwas zu tun mit seinen Verboten. Genauso, wenn es hat, weil er sich entfernt von Menschen und er geht nicht zum Essen, er geht nicht zu Partys, zeigt, dass er will sich vorbereiten, vor Hashem sich zu bauen und zu nachlässigen alle dunklen Leidenschaften von seinem Körper. Und nachdem, wo er
will nur mit Hashem steigen, dann interessiert ihm nicht mehr seine Freunde und seine Mishpoche. Ihm interessiert jetzt nur seine Mitzwa zu anhängen und kleben an Hashem. Deshalb, Körper oder Genuss ist immer verbunden mit Familie, mit Verwandten, mit Menschen, die dich lieben. Und der Nazir, seine ganze Beschäftigung ist nur mit der Tora. Deshalb, der Nazir ist noch mehr heilig als der Kohen. Steht geschrieben, wenn ein Mensch sich bemüht, ein bisschen von unten zu Hashem zu kontaktieren, Hashem hilft ihm auch auf die Zukunft. Und wenn jemand hat gebrochen seine Nesiru-Zeit, weil er hat aus Versehen eine Leiche angefasst, jemand ist bei ihm gestorben im Zimmer und er ist aufgestanden, jemand ist neben ihm tot oder in dasselbe Gebäude oder er arbeitet in Altenheim, und plötzlich kam er rein zu einem Zimmer und der Bewohner ist nicht mehr am Leben. Dann muss er abscheren, rasieren und erbricht die vorigen Tage und beginnt ab jetzt zu zählen die Tage von der Nesiut. Und natürlich auch auf eine kleine Teil von Tod, Fellgeburt oder Blut oder der hat gesehen eine Leiche oder hat er gesehen, hat angefasst Haare oder Nägel von Teute. Also es gibt sehr viele Einzelheiten, was macht ihm unrein und was nicht. Gut. Aber wenn der Nazir ist gekommen zu einem weltlichen Friedhof im Ausland oder in ein Feld, wo früher war dort ein Knochen, ja, das ist, er ist unrein, aber er bricht nicht jetzt seine Nesirut und bringt nicht eine Korban und es stioniert und annulliert nicht die Tage vorher. Aber die Tage von der Unreinheit werden nicht gezählt zu seinen Tagen von dem Nesirut. Also, es gibt zwei Sorten von Tum'ah. Tum'ah Shoveret, eine Unreinheit, die bricht den ganzen Prozess und er muss noch einmal einbeginnen. Das ist, wenn er hat angefasst, wirklich Leiche oder war in einem Zimmer mit einer Teute, einem richtigen Jid, der war tot. Oder wenn es war im Ausland oder weil Leichen von Nichtjuden macht nicht unrein. Und deshalb, wenn es war im Ausland oder in einer Grube, wo es dort geblieben Knochen, weiß man nicht, welche Knochen ist das von Yehudim oder von Nichtjudim. Deshalb, er ist Tameh, aber Tum'ah, die nicht bricht seinen ganzen Prozess von dem Nesirut. Und wenn der Nazir hat das gemacht absichtlich, ja, dann kriegt er Peitsche. Und was passiert, wenn einer hat ihm eingefallen lassen? Also einer war so eifersüchtig, dass, bist du so ein Heiliger? Und er hat ihm so gebracht, zu einem Zustand zu fallen und Unreine zu anfassen. Der hat ihm unrein gemacht, hat zertretet ein Verbot, steht geschrieben im dritten Buch Mosche 1934, Lifnei verlotiten Michol, vor einem Blinder, du sollst nicht reinfallen lassen. Es gibt solche Menschen, ich weiß nicht, von wo kommt so ein Charakter, dass immer, wenn ein Mensch ist auf etwas achtsam, sie wollen ihm damit, soll er fallen. Wenn er trinkt nicht, soll er trinken. Wenn er will unrein werden, soll er unrein werden. Also er ist nicht da, sie stupen ihm Dafka. Er will nicht sehen etwas, sie zeigen ihm Dafka das, was er nicht sehen will. Also es gibt solche nicht gesunde Denkweise, aber du siehst, dass die Tora versteht, dass es gibt manche Leute, die denen nicht gut geht, wenn andere wird so, ich würde sagen, ein bisschen anstrengend und radikal. Jeder Mensch will die andere haben in seine Clique, in seine Maß, in seinen Zustand.
Dieses Verbot ist in jedem Ort, in jeder Zeit, bei Männern und bei Frauen. Und wenn ein Nazir hat sich unrein gemacht, kriegt er 4 Peitschen. Wegen Loitma soll er nicht unrein werden. Loyachel Dvoroi soll er sein Wort halten. Loisacher Leshalmoi soll er nicht verspäten, das zu bezahlen. Und weil ich durch ihn soll er nicht reinkommen in alle heiligen Ort. Also er muss zustehen und bleiben an das, was er hat auf sich genommen und beenden seine Nesirut mit voller Freude und dann bringen normale Korban und achten, dass inzwischen soll nichts passieren. Shkoyach.